und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge habe ich gesagt, dass wir uns in Belcard wieder treffen. Aber als ich gerade die Aufnahme beendet hatte, habe ich mich total erschrocken, weil mich jemand angesprochen hat. Und da stand plötzlich jemand vor mir. Das heißt, mit ihr sollten wir wahrscheinlich dann jetzt erstmal reden. Endlich habe ich euch gefunden. Ihr werdet umgehend in Belcard gebraucht. Warum? Was ist passiert? Hara ist mit diesem Locke und dem Kaiserlichen aus der fernen Vergangenheit in ihre Gemächer im Tempel gegangen. Ui. Seitdem sind sie nicht wieder herausgekommen. Ich glaube, das hat irgendetwas mit der Diebin zu tun. Macht euch bitte schleunigst nach Belcard auf. Nazdura kann alles erklären. In Ordnung. Ich spreche mit Nazdura. Ja. Und jetzt werde ich aber definitiv auf nach Karkstein gehen. Ich werde allerdings mal eben kurz hinporten, das geht schneller. Und wir sehen uns direkt dort wieder. So, dann machen wir uns mal eben auf, ja, ich würde jetzt sagen zum Tempel, aber es ist, glaube ich, gar kein Tempel hier oben, ich weiß es nicht. Zu dem Gebäude hier auf der Spitze des Berges auf jeden Fall. Entschuldigung, ich muss mal eben hier durch. Oh, Moment. Das Rubidit-Erz, das darf ich natürlich nicht liegen lassen. Und Wolfsauge wäre auch schlecht, wenn ich das liegen lasse, weil das brauche ich nämlich immer für mein Buffhut. So. Sternwarte, genau, so heißt das Ding. Wo haben wir denn Nazdura? Achso, das war die, mit der wir ganz am Anfang gesprochen hatten. Nee, stimmt gar nicht. Das ist eine Orkdame. Oh gut, ihr seid hier. Ich mache mir Sorgen um Hara. Sie ist ganz eindeutig müde, aber sie weigert sich, sich auszuruhen. Sie wird noch krank werden, wo wir gerade von ihr sprechen. Sie möchte euch so bald sehen, wie es sich für euch einrichten lässt. Es klang dringend. Wisst ihr, was Hara von mir will? Ich weiß es nicht. Es ist komisch. Hara sagte etwas über die himmlische Diebin und über Visionen, die ihr habt. Ich habe gehört, die Schlange hätte den Magier und den Krieger verdorben. Ich hoffe nur, dass der Diebin nicht das Gleiche zustößt. Wo ist Hara jetzt? Oh, stimmt. Sie ist oben in ihrem Studierzimmer. Diese beiden Männer, Kelmin und Titus, sind bei ihr. Ich schätze, sie wollte ein vertrauliches Treffen mit ihnen. Aber sie meinte auch, es wäre sehr wichtig, dass ihr dabei seid. Danke. Ich werde sie aufsuchen. Dann mal los. Hara wartet die Treppen hoch. Und was tut ihr für die Sterngucker? Für mich ist das hier alles neu, aber ich tue, was ich kann. Seit dem Erscheinen der Himmlischen erwarten die Leute Antworten von Hara. Also versuche ich, ihr bei Treffen und beim Verfassen von Briefen zu helfen. Mit derlei kleinen Dingen eben, damit sie sich auf die wirklich Wichtigen konzentrieren kann. Was hat euch hergeführt? Ich kam mit ein paar anderen Orks nach Hammerfall. Einer der Häuptlinge wollte sich ein neues Weib aussuchen. Ich wurde nicht erwählt. Aber ich durfte an jenem Abend am Festmahl teilnehmen. Dann griffen die Eisenorks an. Was ist geschehen? Ich möchte nicht mehr daran denken. Es war keine Schlacht. Es war ein Massaker. Ich weiß nicht, wann mir schwarz vor Augen wurde. Aber als ich wieder erwachte, waren die Eisenorks nicht minder tot als ihre Opfer. Und über mir stand eine einsame Gestalt und streckte mir die Hand entgegen. Hara. Hara hat die Eisenorks getötet? Ich weiß es nicht. Das scheint unmöglich, oder? Ich weiß nur, dass sie mich gefunden und hierher gebracht hat. Ihr merkt sicher schon. Ich schulde Hara alles. Ich würde alles für sie tun. Die Sterngucker sind jetzt meine Familie. Ich meine, Dankbarkeit und so finde ich ja immer sehr gut, sehr positiv. Aber dann sein ganzes Leben danach auszurichten, finde ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Dass man sagt, so, ich schulde ihr jetzt alles, weil, was weiß ich, sie hat mir mein Leben gerettet oder so. Wenn sie natürlich die gerne Zeit hier ist, kann nicht auf unserer Seite. Hara, was stimmt nicht? Hara, was habt ihr ihr angetan? Nicht. Es ist gerade etwas über sie gekommen. Hara, was können wir tun? Er hat mich gefunden. Ihr müsst. Wer hat euch gefunden? Wer tut euch dies an? Findet die Ruinen. Reinholds Refugium. Dort versteckt. Nein!
Sie ist fort. Einfach fort. Ja, dort auf versteckt Wort, sich jemand, wollte beliebt, sie wohl sagen. Meine Freundin, ich glaube, ich kann helfen. Reinholds Refugium. Hat sie das wirklich gesagt? Ich dachte schon, meine Ohren hätten sich gegen mich verschworen, um meinen Geist mit den übelsten Lügen zu erfüllen. Aber wenn ihr das Gleiche gehört habt, vielleicht sollte ich noch aus einem anderen Grund hier sein, als nur um Tarish Zi aufzuhalten. Ihr habt von Reinholds Refugium gehört? Noch eines von Tarish Zis ruhmsüchtigen Projekten. Er suchte wie verzweifelt nach diesem Ort und den Schätzen, die angeblich darin zu finden sind. Es überrascht mich, dass jemand so junges wie Hara davon weiß. Selbst zu meiner Zeit war das alles kaum mehr als ein Mythos. Habt ihr es gefunden? Das haben wir. Es enthielt nicht das, worauf Tarish Zi gehofft hatte. Also hat er aus reinem Trotz befohlen, dass es wieder vergraben wird. Es sollte direkt unter uns liegen, wenn ich mich nicht irre. Mir sind ein paar nedische Ruinen aufgefallen, die aus einem See in der Nähe ragen. Ich bin sicher, sie sind Teil von Reinholds Refugium. Wie kommen wir hinein? Ich bin mir nicht sicher. Tarish Zi ließ den Ort versiegeln und vergraben. Der ursprüngliche Eingang ist nicht zu erreichen. Kelmen könnte uns dort durchaus von Nutzen sein, wenn er die Nerven behält. Sammeln wir uns am See und warten wir ab, was sich dort feststellen lässt. Ich werde Kelmen suchen und euch am See treffen. Nazdura kommt. Es gibt hier nichts, was wir noch für Hara tun könnten. Okay, dann treffen wir ihn am See. Schauen wir mal, wie komme ich denn jetzt hier runter? Da war eine Treppe. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Ja, da ist der Ausgang. So. Achso, das ist hier direkt in der Nähe. Das ist ja gut. Dann brauchen wir nicht so weit porten oder reisen oder sonst irgendwas. Und können wir hier direkt abkürzen? Das ist, glaube ich, sehr steil, oder? Oh, ich hätte dich fragen sollen. Holla, die Waldfee. Eieiei. Nehmen wir noch kurz mit. So, und ihn sollen wir treffen. Hier ist auf jeden Fall noch etwas aktiv. Ich spüre die Magika, wie sie durch diese Steine pulsiert. Seltsam. Ich habe diese aus dem Wasser ragenden Ruinen schon öfter bemerkt. Sie kamen mir immer so gewöhnlich vor. Doch jetzt summen sie geradezu vor Energie. Und ich spüre... Was ist das? Meine Götter, ja! Es ist eine Art Eingang. Warum glaubt ihr... Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Warum glaubt ihr, dass es jetzt anders ist? Mir fällt nur eine einzige Erklärung ein und die ist nicht gerade beruhigend. Falls jemand den Eingang vor uns gefunden und aktiviert hätte, würde noch eine Weile danach Restenergie abgestrahlt werden. Wenn wir hineingehen, werden wir dort nicht alleine sein. Hara wollte, dass wir hineingehen. In Ordnung. Und wir dürfen sie nicht enttäuschen, ganz gleich, welchen Schrecken die Aufgabe auch bergen mag. Es sieht aus, als wären diese Halterungen die Quelle der Energie. Ich wüsste zwar nicht, wie man die hier aktivieren soll, aber es könnte sich lohnen, einen Blick auf die anderen zu werfen. Lust auf ein kleines Bad? Nö. Ich dusche eigentlich lieber. Das heißt, nein, ich bade eigentlich auch gerne, aber ich habe halt keine Badewanne mehr. Leider. So. Diese kleinen, miesen Drecksäcke, ehrlich. Die lassen einfach hier jemand anderen rein. Die anderen müssen hier schwimmen und alles. So, jetzt ist die Frage, muss ich das in einer gewissen Reihenfolge machen? Oder muss ich die einfach nur anmachen? Weil da jetzt stand, löse das Rätsel. Also das scheint auf jeden Fall schon mal zu klappen. Achso, wir können wieder zu ihm, oder? Nee, stimmt gar nicht. Zum vierten.
stand gerade nur so perfekt in seine Richtung. Da, in der Mitte. Unter Wasser muss sich ein Durchgang geöffnet Schnell, haben. Taucht in den Gang. Wir folgen euch geradewegs. Ja, wir sind ja jetzt eh schon mal nass, ne? So, lasst mich raten. Ich sehe die Kerle jetzt hier nicht. Die haben sich jetzt bestimmt irgendwie ein Portal hier reingemacht oder sowas. Ah, da sind sie. Ich hab's doch gewusst. Bleibt auf der Hut, Freunde. Feinde liegen vor uns auf der Lauer. Der Schuppenhof, wie es scheint. Auf der Lauer ist so. Die stehen ja halt offen rum. Dass sie uns aufhalten wollen, ist ja irgendwie klar. Interessant. So. Diese Steine scheinen als magische Verteidigung gedacht zu sein. Auch wenn sie gerade schlafen. Ich frage mich, welche anderen Geheimnisse über die Nedir im Laufe der Jahre noch verloren gingen. Ich wollte gerade noch sagen, warum können Steine schlafen? Okay. So, haben wir jetzt mal bald alle hier... Normalerweise würde ich hier durchlaufen. Aber wenn man natürlich eine Truppe dabei haben sollte, das Ganze eigentlich nicht so lange dauern, die immer umzubringen. So, irgendwo hier vorne. Da ist aber die Tür. Der Gestank der Verderbnis durchzieht die Luft. Seid auf der Hut. Ein mächtiger Anwender finsterer Hexerei ist in der Nähe. Den suchen wir ja gerade. Wo ist er? Deine Ihr Mitte. Seid zu spät. Ja. Der Apex-Stein ist unser. Die Dieben wird in den Bann meiner Gebieterin geraten. Und dann wird sich uns niemand mehr entgegenstellen. Oh, willst du mich jetzt hier... Also ich habe jetzt gerade mal... einen weiteren Apex-Stein. Könnte es sein, dass der Stein der Dieben hier schon die ganze Zeit über versteckt war? Ich habe gerade mal darauf geachtet, wenn die Ads nicht weg waren, hat die quasi gar keinen Schaden genommen. Es ging so ganz, ganz leicht runter, aber wirklich nur sehr, sehr leicht. Aber gut, es wird halt weiter draufgehauen. Dann gehen die Ads auch kaputt. So. Erinnert mich alles so ein bisschen an die Karksteinwelt, muss ich sagen. Also von der Optik her. Haltet die Schlange auf. Da, der Apex-Stein. Was machen Sie mit ihm? Verderben sie so die Steine und versklaven die Wächter? Schaut, es ist Hara. Warum haben sie sie hierher gebracht? Wir müssen einen Weg finden, sie zu befreien. Wie halten wir es auf? Tja, wie halten wir es auf? Und wann geht's los? Ich stehe hier schon ins Eis. Diese ätherischen Steine sind miteinander verbunden. Jetzt verstehe ich. Teilt euch auf und benutzt sie beide, bevor ihre Macht dahinschwindet. Benutzt sie beide? Ach so, okay. Machen wir das? Faszinierend! Sie wusste, dass dieser Ort von ätherischer Macht beschützt wird. Eine Falle für einen Dieb, gestellt von einer Dieben. Naja, von den Fähigkeiten der Dieben, ne? Sie hat ja nur die Fähigkeiten gestohlen, hat sie ja gesagt. Können wir das nochmal machen hier? Ja. Ich wollte gerade sagen, weil tut sich gerade nichts und die Welle ist vorbei und... So, haben wir nochmal getroffen.
Gefährtenfähigkeit. Yay! So nicht, Fräulein. So nicht. Hier sind wir wieder durch. Dann machen wir die Steine wieder. Ha! Wir haben es geschafft! Wieso habe ich bloß das Gefühl, dass es noch nicht vorbei ist? Instinkt? Wir werden hier nicht untergehen. Wir haben schon immer den Willen der wahren Helden dieser Welt unterschätzt, Malazar. Erlebt die Vorahnung eures Untergangs mit. Könnte es wirklich sein, dass... Hara, ihr schon die ganze Zeit... Es musste so sein. Doch die Zeit der Täuschungen ist vorbei. Nun ist die Zeit für Taten. Die Tarnung wird abgelegt und die Diebin tritt aus den Schatten. Ihr seht die Wahrheit. Vergebt mir. Ich nahm Haras Gestalt an, weil ich nicht wusste, wem ich trauen kann. Und trotzdem konnte ich nicht ruhen, während die Schlange sich auf die anderen Wächter stürzte. Okay. Ist nicht das, was so steht, aber okay. Ihr wart die ganze Zeit über die Diebin. Ihr seid vor mir erschienen und habt mir geholfen. Warum habt ihr mir nicht vertraut? Es tut mir leid. Die Schlange ist von Natur aus ein Betrüger. Ich konnte mir nicht sicher sein. Als die anderen Wächter fielen, musste ich rasch handeln. Ich vermutete schon, dass die Schlange die Apex-Steine gegen uns verwenden würde. Daher habe ich meinen zur sicheren Verwahrung heimlich in diese Ruine geschafft. Ich verstehe. Aber warum gebt ihr euch als Sterbliche aus? Die Schlange ist gerissen, aber sie hat auch blinde Flecken. Sie weiß weder die Stärke noch die Schleue der Sterblichen zu würdigen. Die Gestalt einer Sterblichen wie Hara erlaubt es mir, Champions wie euch zu finden, die sich mir im Kampf gegen die Schlange anschließen konnten, ohne dass dabei ihr Blick auf mich fiel. Was nun? Wir sollten zurück nach Belkart. Es gibt noch so viel zu tun, wenn wir die anderen Wächter befreien und die Schlange aufhalten wollen. Aber mit dem Versteckspielen ist es für mich vorbei. Die Sterngucker haben es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Ich kann euch zurück in die Stadt bringen, wenn ihr das möchtet. Ich bin bereit. Bringt mich zurück nach Belkart. Ja. Und zum Wegschrein, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Aber okay. Halt, stopp. Wir müssen zu... Nee, das ist doch die Sternwarte. Ach, wie komme ich jetzt auf die Kriegergilde? Achso, weil ich da oben das Symbol von der Kriegergilde oder Magiergilde gesehen hatte. Deswegen. So. Na komm, hier rein. Sie ist geradeaus. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ihr habt mir vertraut, obwohl ich euch kein Vertrauen entgegenbrachte. Ich werde diesen Fehler nicht noch einmal begehen. Von jetzt an müssen wir eng zusammenarbeiten, wenn wir die Schlange besiegen wollen. Was wird jetzt geschehen? Wir haben der Schlange zugesetzt, aber sie wird erneut zuschlagen. Wir müssen die Zeit nutzen, um unsere Truppen zu wappnen und die Magierin und den Krieger zu befreien. Die Schlange ist nur durch die vereinten Bemühungen aller drei Wächter zu besiegen. Ja, und wir erhalten eine Halskette in Kräftigen von dem Set Weg der Luft. Und mehr wollte sie uns auch gar nicht sagen. Na gut. Ich sehe jetzt gerade auch keinen auf mich zustürmen, der mir jetzt was weiteres mitteilen möchte, wie wir jetzt weitermachen. Aber ich meine, sobald man rausgeht, kommt einer. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen... Machen wir hier einen kleinen Cut. Ist nicht ganz so lang geworden heute, die Folge. Aber dafür, ja, haben wir dann hier einen guten Cut mit der Geschichte, weil es dann in der nächsten Folge weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.